Hello, my friend. I think now we make the beer teig. We make it apple and the beer teig, and then fried in the Dutch oven. And it's absolutely delicious. Heute gibt's frittierte Apfelringe oder wie es in Schwaben in Bayern heißt, Apfelkirchle oder Apfelkirchle oder Apfelkirchle oder wie auch immer. Also bei mir heißt es Apfelringe, frittierte Apfelringe und das Ganze nochmal richtig abgerundet mit einer richtig leckeren Vanillesoße. Die war letztes Mal schon hier an diesem Platz abgedreht haben und die mega lecker dazu passt. Okay, für dieses Video, für dieses Rezept, da brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen hier 2 Äpfel, ein bisschen Zucker, ein Ei, Zimt. Aufpassen, dass es eigentlich runterfällt und einen Schlag kriegt. Ist nichts passiert. Zum Glück gewesen. Zum Glück gehabt. Nee, Glück gehabt so rum. Zum Glück ist nichts passiert. So. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, ein Bier, welches du da nimmst, völlig dir selbst überlassen. Ein bisschen Öl nachher zum Ausbraten, zum Garnieren, ein bisschen Puderzucker und Milch. Und ein Schiffchen, damit ich nicht nur den Manuel mit seiner Meinung abholen kann, sondern allen anderen auch. So, und diese ein paar Zutaten brauchen wir für unsere Apfelkirchle. Und jetzt werden wir als allererstes, bevor wir jetzt hier beginnen, mit unseren Apfel zum Schneiden, werden wir unseren Teig vorbereiten. Einen richtig leckeren Bierteig und da brauchen wir nur ein paar wenige Zutaten. Da haben wir jetzt hier 100 Gramm Mehl und da kommen jetzt einfach 60 Milliliter Wasser dazu. Das ist immer nur Milch. Oder auch Milch, richtig, genau. 60 Milliliter Milch. Dann nehmen wir unseren Rührer, den wir hier hinten versteckt haben. Wir rühren das Ganze nochmal durch ein bisschen, damit sie es gut verteilen kann. So, und unseren Teig, da kommt jetzt nochmal ein Ei dazu. Also wirklich Eigelb, Eiweiß, komplett einmal rein. Das rühren wir auch nochmal unter. Dann runden wir das Ganze nochmal ab mit ein bisschen Zimt. Einfach so, ja, ein halber Teelöffel voll. Damit es einfach ein bisschen leckerer schmeckt. Und jetzt haben wir jetzt hier einen Teig. Der ist schon gut, aber noch nicht absolut perfekt. Jetzt kommt noch ein bisschen Bier dazu, so 2 bis 3 Esslöffel Bier dazu. Weil es ist ja ein Bierteig und so schmeckt es einfach nochmal ein bisschen leckerer und rundet das Ganze nochmal ein bisschen ab. Guck mal, und so muss es aussehen. Aber, was haben wir jetzt vergessen? Ganz genau, noch ein bisschen Zucker. Also da kommt noch ein bisschen Zucker in den Teig halt rein. 20 Gramm. Dann rühren wir das Ganze nochmal ein bisschen unter. So, so muss unser Bierteig aussehen. Total einfach schnell gemacht. Jetzt nehmen wir unseren Rührer beiseite, den brauchen wir nicht mehr. Und hier hinten auf den Kohlen, ich drehe euch mal das Licht einmal um. Hier hinten auf den Kohlen steht jetzt unser Dutch Oven. Und da habe ich jetzt einfach vorhin einfach mal ganz frech, ohne euch das zu sagen, noch ein bisschen Sonnenblumenöl reingetan. Und das darf jetzt definitiv noch mal ein bisschen erhitzen. Und wenn du wissen willst, wie du merkst, wann das Öl definitiv heiß genug ist, nimmst du einfach ein Stecken von deinem Holzstab, steckst den rein und wenn es noch keine Blasen schlägt, so wie jetzt gerade, dann weißt du, das Öl braucht noch ein bisschen, ist noch nicht heiß genug, aber ist auch gar nicht so schlimm, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen jetzt unsere Äpfel noch vorbereiten. Stechen wir jetzt hier einfach das Kerngehäuse beim Apfel so ein bisschen aus, weil das brauchen wir definitiv nicht. Mehr oder weniger, relativ gut rausgehen. Geht es natürlich nicht, war ja klar. Warum soll eigentlich irgendwann mal, im Video mal was absolut gerade laufen. Also, hier haben wir unser Kern vom Apfel ausgestochen. Den brauchen wir nicht, den tun wir weg.
Dann haben wir unser Apfel und den schneiden wir jetzt einfach nur in feine, genau, Apfelringe. So, und die schneidest du jetzt ungefähr so in, ja, was ist das, halber Zentimeter, oder? Breite Scheiben. So werden unsere Apfelringe gemacht. Und diese Apfelscheiben, die werden wir jetzt hier in unseren Bierteig einmal richtig schön wenden und dann in unser Öl richtig schön ausbacken. Und das war's im Prinzip schon. Richtig leckere Geschichte, total einfach gemacht. Und wenn wir das können, dann bin ich mir sicher, das kannst auch du. So, und dann kommen unsere Apfelringe in unseren leckeren Bierteig. Und dann ziehen wir den einfach mit der Gabel da durch. Warum mit der Gabel? Genau, dass unsere Hände einfach ein bisschen sauberer bleiben. Einfach nochmal drehen. Und wenn die dann richtig schön mit dem Bierteig sind, dann kommen die in den Dutch Oven und werden frittiert. Und jetzt frittiert unsere Apfelringe da richtig schön. Oh, verdammt nochmal. Jetzt sind die auch noch zusammen. Jetzt werden wir die mal trennen und dann einmal umdrehen. Brauchen noch ein bisschen. Der soll ja richtig goldbraun werden. So ist das Ziel. Und jetzt haben wir hier unsere Apfelringe ungefähr 5, 6, 7 Minuten einfach gebacken. Und so sollen sie aussehen. Und dann kommen sie raus. Und das Ganze lassen wir nochmal ein bisschen abtropfen auf ein bisschen Küchencrepe. Warum? Weil es einfach ein bisschen leckerer ist, wenn sie nicht nur nach Öl schmecken, sondern nach Apfel und Bierteig. Und Zewa. Unsere richtig leckere Vanillesoße. Aber bevor die raufkommt, kommt jetzt hier noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. Muss da vorne drehen. Da wird natürlich da vorne gedreht, so sieht's aus. Und auf das zweite Schiffchen auch noch. Und jetzt kommt unsere richtig leckere Vanillesoße dazu. Oben auf unsere Apfelkirchle rauf. Und jetzt macht der Manuel noch ein richtig lecker Foto für dich und für Thumbnail. Und dann kommt er vor die Kamera und dann wird probiert. Jetzt, Test, aber das sieht geil aus, oder? Also muss man echt sagen, du hast die aber nicht warm gemacht, die Vanillesoße. No, das nee. Bin ich enttäuscht, weil normal macht man Vanillesoße immer nur warm. Okay, die ist nicht mehr warm. Ne, die müsste eigentlich warm sein. Also da draußen, okay. Die ist nicht mehr warm. Aber egal. Die ist nochmal warm auf jeden Fall. Und jetzt wird Apfelkirche probiert. Ja, ich muss aber das Vanille doch zu. Sehen. Sehr geil. Achtung. Sehr geil. Achtung. Chapeau. Sehr, sehr geil. Mhm. Oh. Ha! Nice. Ha, ja, so ein schönes Apfel. Immer halt. Da lohnt sich's fett werden. Ohne Witz. Und Bierteig ist einmal Beste. Oder? Hast du schon gesagt, Beste. 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 Und die Apfelküche dazu. Oh, mega lecker. Aber du machst es fertig. Kann ich weiter essen? Du kannst weiter essen. Ihr macht's nach. Kommentiert, abonniert. Und schalte das nächste Mal wieder ein. Stopp. Jetzt sind wir ja schon durch mit unserem Weihnachtsmenü. Na, jetzt haben wir Ente mit einer richtig leckeren Orangensoße und einer richtig super tollen Nachspeise gemacht. Und wenn du da an Weihnachten nicht durchstartest, dann können wir dir leider auch nicht mehr helfen. Also, wenn da das Christkind nicht kommt oder der Weihnachtsmann, je nachdem, wer bei dir erscheint, dann ist irgendwas schiefgelaufen, definitiv. Wir hoffen, dir haben die Videos gefallen.
wir wünschen dir ein richtig frohes Fest, richtig schöne Festtage, Weihnachtsfeiertage. Und du schaltest das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt MG Barbecue.